Hallo, 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 liebe Retro-Freunde. Und willkommen zurück zu Tomb Raider Remastered. Wir kämpfen gleich gegen Pierre. Ja. Der wartet da unten auf uns. Zusammen mit... Komisch, ich dachte... Der Pierre wäre da. Ja, doch. Da unten sind Löwen. Kann ich die von hier oben auch treffen? Ich sollte mal einen Heiltrank nehmen. Heiltrank. Ein kleines Medkit, meine ich. Medipack. Okay. Ich sollte vermutlich besser da lang. Hier runter. Kann ich... Von hier oben nicht. Aua, der trifft mich ja sogar. Ups. Ah. Du musst nicht mehr ballern. Die Kamera teilweise. Okay. Wir hüpfen erstmal. Hüpf. Dann darunter. Dann darunter. Gibt es irgendeinen Trick, wie ich den besser ausschalten kann? Liegt da unten Muni? Ja, da liegt Muni. Ups. Ich hole mal die Muni da. Ach, scheiße, da komme ich so gar nicht ran. Ich kann von hier mal zumindest versuchen. Ah, der trifft mich. Das ist ja nervig. Oh, Lara, wenn du ein bisschen zielen würdest, wäre es alles gar nicht so Aber wenigstens bekommen die Löwen ein bisschen was ab. Der Pierre nicht so wirklich, aber... Wobei, ein bisschen Leben hat er verloren, der Pierre. Läuft er da im Kreis mit den... Ja, das ist jetzt nicht die mutigste Variante. Wenn ich jetzt mal treffen würde. Ich werde gerne hinten an die Muni rankommen. Upp. Nein! Ah. Das war jetzt echt wieder ein bisschen unnötig. Okay, also ich springe erstmal darüber.
hangel mich hoch. Dann gucke ich mich erstmal um, ob hier noch irgendwo was liegt. Und ich sehe, dass hier nichts liegt. Dann hüpfe ich mal darüber. Dann springe ich von hier nach da. Das hat funktioniert. Gut. Dann hier runter. Okay. Dann speichere ich mal. Und dann, wo ist denn hier? Irgendwo war hier Muni. Ich glaube. Da. Und hüpf. Hüpf. Oh, der schießt ja auf mich, wie unhöflich. Darf der denn das? Wo war hier die Muni? Da ist die Muni. Ah, Mist. Boah, Pierre. Okay. Wo war die Muni? Erstmal darüber hoch, hoch, Lara, hoch! Ah, nee. Jetzt habe ich unnötig Leben verloren. Hüpf! Hüpf! Ah. Hüpf. Okay, und hüpf. Okay. Wo war hier die Muni? Da ist die Muni. Hüpf. Hoch, hoch, Lara, hoch. Oh. Und der trifft natürlich direkt immer. Der Drecksack. Hier rüber. Da runter. Komm. Ein bisschen Schaden hat er genommen. Darüber. Und von hier nach da. Okay. Wo ist er? Wo ist er? Vielleicht soll ich die Muni da wirklich erst später holen und mich erstmal hier um den Pierre kümmern. Wo ist er?
brauche ein Medkit. Und doch mal speichern. Wie viel Money habe ich denn eigentlich für die? 4. Das ist nicht viel. Ich habe nicht gespeichert, ich habe geladen, oder? Ja, ich habe nicht gespeichert, ich habe geladen. Och, nö. Hoch, Lara. Ich habe nicht gespeichert, ich habe geladen. Ich fasse es nicht. Jetzt speichern. Okay. Wo ist er hin? Wo ist er? Okay, einen Löwen habe ich. So. Dann nochmal speichern. Und gucken, wo ist er hin? Wo ist er hin? Gar nicht erst in den Nahkampf mit ihm gehen. Okay. Ah, da unten steht er irgendwo. Ah, nee, das ist mein eigenes Spiegel, mein eigener Schatten. Wieso ist mein Schatten da? Hab ich ihn? Ich sehe ihn gerade nicht. Da ist ein Löwe. Da ist der zweite Löwe. Okay. Ich guck nochmal, dass ich da an die OC-Munition rankomme, die da hinten liegt. Autsch. Ein Löwe. Zwei Löwen. Mensch, Lara. Hüpf. Jetzt hier rüber. Hüpf. Dann halt nicht. Hoch mit dir. Okay. Jetzt muss ich schräg springen. Ah. So war das nicht gedacht. Aber ich habe wenigstens keinen Schaden genommen. Das ist schon mal okay. Und hier unten ist auch keiner. Kein Pierre. Das würde ich auch gern können. So, diese Körperbeherrschung. Wirklich jeder Muskel trainiert.
voll flexibel, beweglich und gut aussehend. Ach ja, ein Traum, ein Traum, ein Traum. Hüpf. Darüber springen. Muni aufheben. Und wieder darüber. So, diesmal scheint es besser zu funktionieren. Hüpf. Jetzt hier die Treppe runter. Okay, Waffen raus, falls hier noch jemand ist. Aber nee, Pierre ist schon wieder weg. Dann kann ich da das Tor öffnen. Ich bin gespannt, was dahinter ist. Und der erste Riegel ist geöffnet. Riegel Nummer 2. Riegel Nummer 3. Okay, speichern, ganz wichtig, speichern. Wir haben keine Ahnung, was dahinter ist. Und höchstwahrscheinlich ist dahinter irgendein ziemlich böses Moped. Deswegen erstmal auch nochmal heilen. Dann nochmal speichern. So. Und dann gucken wir doch mal, was dahinter so ist. St. Francis Folly. Gefundene Geheimnisse 1 von 4, Fundstücke 13 von 19, Kills 21. Ja, ist okay. Okay, eine Höhle. Eine Höhle mit Wasser drin. Aber erstmal schaue ich mich hier so um. Nö, hier ist nichts. Oh, da ist ein Krokophant im Wasser. Den baller ich erstmal ab. Okay. Ich habe nämlich keinen Bock, mit dem zu kuscheln. Was gibt's denn hier? Ah. Löwen. Kann ich irgendwo anders an Land gehen? Irgendeine Stelle, von der ich die aus besser... Wie viele Löwen sind es denn? Einer. Ein ziemlich hässlicher, schlecht animierter Löwe. Gibt es irgendeinen Vorsprung? Irgendwas, wo der Löwe nicht rauf kann? Wo ich in Deckung gehen kann? Hm. Ah, das wäre cool, wenn man aus dem Wasser raus schießen könnte. Und zurück ins Wasser. Andere Seite. Zielen. Und zurück ins Wasser. Und hoch. Okay, da haben wir ihn. Dann nochmal speichern. Was ist hier hinten so?
Noch ein Löwe. Zurück ins Wasser, zurück ins Wasser. Die mögen kein Wasser, die Löwen. Mit den Worten von Obelix, die Löwen, schick, schick, schick. Aua! Oh, weil, nur weil du gegen den Felsen gesprungen bist, Lara. Das war jetzt echt unnötig. Okay. War's das oder sind hier noch mehr Löwen? Hier oben könnte ein Secret sein. Das sieht aus, als ob da was ist. Nee, da ist nix. Nee, da ist nix. Aber das sah so aus. Schade, ich hätte gedacht, hier wäre irgendwas. Ah, da ist was. Ha. Okay. Da knurrt irgendwas. Da sind bestimmt Löwen unten drin. Nee, ein Kroko. Zwei Krokodile. Okay. Da ist ein Medkit. Das holen wir uns mal. Man ist tatsächlich so ein bisschen stolz auf sich, wenn man so ein Secret findet. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Aber da hinten geht's hoch. Ah, nee, so hoch können wir nicht springen. Man ist trotzdem sehr, sehr stolz auf sich. Ha, hast du gut gemacht, Gehirn. Lobet das Gehirn. Aber so weit springen, das schaffe ich nicht, oder? Ich speichere mal und probiere es aus. Nee. Einmal probiere ich es noch und dann lade ich wieder. So. Nee, komm, das geht nicht. Ah, jetzt sind wir im Kolosseum. Das Level heißt das Kolosseum. Okay, haben wir hier schon alles geholt? Ja. Okay, nee. Ich stelle mich gleich draußen nochmal schön auf, damit ich ein schickes Thumbnail hinkriege. Ja, das hat doch was. Gab es nicht irgendwie einen Modus, mit dem man irgendwie... Aha. Sichtfeld. Ach cool, ich kann auch näher ran.
Was gibt's noch? Ja, das sieht doch cool aus. Pose 1, Pose 2, Pose 3, Pose 4, Pose 5, Gesicht. Das ist... Okay, das ist echt nice. Das muss ich mir merken. Das ist ja... Das ist cool, dass sowas drin ist, so ein Modus. Klassisch 2 mit Waffe in der Hand. Kann man noch ein bisschen zurückgehen. Und schon hat man ein tolles Thumbnail, wobei, oder so. Cool. Sehr cool. Muss ich mir merken. Dann weiß ich jetzt, wie ich meine Thumbnails mache in Zukunft. Okay, ich glaube, ich gehe erstmal rechts lang. Und hier hoch. Okay, da geht's nicht lang. Dann eben da lang. Ah. Oh nee, nee, nee. Ah, schnell, schnell weg, schnell weg. Das ist ja fies. Das ist echt fies. Schnell ins Wasser hüpfen. Damit hatte ich jetzt echt nicht mehr gerechnet, muss ich gestehen. Böser Löwe. Ah, Lara. Okay. Dann speichere ich noch mal. Okay, hier ist ein Gittertor. Kann ich da hoch? Nee. Okay, wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Hier geht's auch nicht lang. Muss ich doch da von der Seite irgendwo rein? Wie ich es vorhin versucht hatte. Wahrscheinlich. Aua. So. Hier rüber. Es muss hier irgendwie einen Weg geben. Ah, da hoch komme ich nicht. Oh, da liegt was. Ein großes Medikit.
Okay, das ist schon mal gut. Aber ich brauche noch den Weg da rein. Ich brauche noch eine Idee, wie es hier weitergeht. Okay. Was schön gemacht hier so mit dem Licht, das von oben einfällt. Und den Lichtstrahlen. Das ist ganz nett. Wie kriege ich das Gitter auf? Da ist ein Hebel. Tja. Ist da ein Hebel irgendwo? Nee. Komisch, komisch. Oh, da geht's auch weiter. Komme ich da hoch? Na komm. Wie macht man das am dümmsten? Ich würde gern da hoch. Ah, muss ich das echt von der Seite da machen? Von ja, scheinbar. Also nochmal da lang. Ich probiere noch dahin zu kommen und dann beende ich die Folge. Ich weiß, ich habe schon überzogen, aber egal, ich habe Spaß. Und den Spaß will ich mit anderen Leuten teilen. Also euch. Lara. Wie hatte ich denn das gemacht? Beim ersten Mal. Ich bin ja hier lang und dann. Wie habe ich das gemacht? Ich bin gerade jetzt. Ich bin doch hier lang und habe dann hier ein Secret gefunden. Okay, jetzt gerade zweifle ich an meinem eigenen Verstand. Okay, ich war hier und bin von hier. Ah, Mist, ich wollte nicht runterspringen, ich wollte nicht runterspringen. Ah, egal. Gut, das ist ein Zeichen für mich, dass ich die Folge jetzt beenden sollte. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Nee, ich war doch da oben. Ich muss von da, da. Wie bin ich da hochgekommen? Egal, das schaue ich mir in der nächsten Folge an. Bis dann, passt auf euch auf und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like oder ein Abo da. Oder ganz viel Liebe, was auch immer euch besser gefällt. Tschüss.